Der Herr Benny muss echt noch ein bisschen üben. Hä? Ja, der lässt immer die grünen Knallerbsen in die Luft gehen. Naja, dann nimmt man ja eigentlich immer den Bogen. Ich glaube. Und geht auf Distanz. Ich glaube, das ist wie bei mir, er wird keine Pfeile mehr haben. Wir wissen ja noch nicht mal, wie man die herstellt. Aber vielleicht gibt es auch irgendwann mal was Besseres als den Bogen. Irgendwas mit mehr Durchschlagskraft. Daran könnte ich tatsächlich arbeiten. Ja. Was macht das Fräulein? Irgendwas stimmt da hinten nicht. Das Fräulein Sissi hat sich im Kreis gedreht. Der Herr Benny jagt die grünen Platzgurken in die Luft. Ja. Wissen Sie, ich weiß auch nicht mehr weiter. Dieses Dorf, Stadt, was auch immer. Ist irgendwie ganz komisch. Ja, ich bekomm's langsam mit. Ja, wegen ihren Kopfschmerzen, weil sie sich unwohl fühlen, gehen sie sich mal lieber hinlegen, weil es ist ja schon mitten in der Nacht. Ja. Und ich habe ein Luftschiff fertig gebaut. Ja. Zu verkaufen. Zu verkaufen? Ja, für die Stadtwache braucht man ja später auch nochmal welche, dass wir auch aus der Luft alles im Auge haben. Warte mal, wie viel würde es denn kosten? Frag ich jetzt einfach mal so nach. Ich habe gedacht, pro einen Luftballonblock ein Eisen und dann für die Steam Engines nochmal der Kosten für Eisen. Aber dann am Ende, zum Beispiel der kleine, den ich gebaut habe, würde dann ungefähr um die 70 Eisencoins kosten. 70 Eisen, puh. Deswegen glaube ich dann. Naja, sie haben ja ordentlich Geld bei mir ausgegeben. Ja. Für Eisen. Ja. Naja, der Herr Seibold macht auch momentan unverschämte Preise, ich meine. Ja, das ist wirklich. 6 Eisen für 4 Eisenmünzen, nee. Also, 6 Eisen für 4 Eisen, das ist 4. 6 Eisen für 4 Eisen, ja. Also, ja, okay. Okay. Was war eigentlich vorhin los? Warum hat er sie angegriffen? Die greifen ständig verschiedene Leute an. Ich glaube, wenn sie glauben, dass jemand irgendwie ein Monster sein kann, ja. Ich glaube, wenn sie glauben, dass einer sein kann, dann greifen sie direkt an. Und dann greifen sie sich gegenseitig an. Ja, das ist. Ich glaube, die haben zu viel getrunken. Oder sie glauben gegenseitig, dass sie ein Monster sind. Ich hoffe, die waren nicht an meinem Wein. Was? Nix. Gut. Naja, Herr Ramon, dann. Hab ich da Wein gehört? Dann holen Sie sich doch erst einmal das Luftschiff. Ich hätte tatsächlich das Geld. Ich habe für die Baumfarm und für die Ressourcen für das Rathaus derzeit zu viel ausgeben, weil ich das alles aus eigener Tasche zahle. Ich muss erst wieder ein bisschen ansparen. Übrigens, wenn ihr wollt. Also der Herr Benny ist. Ich werde demnächst mal eine Möglichkeit finden, indem man irgendwie Pfeile herstellen kann oder. Ja, wird sich bestimmt irgendwie bewähren. Also das nächste Mal bezahlen Sie den Schaden. Ich blühe immer wieder auf, ich habe noch genug Erde. Ja. Nee, aber ich möchte schon mal 3 von den Luftschiffen für die Stadtwache ordern. Okay, übrigens, wenn ich könnte noch mal färben kann. Was? Ich habe mittendrin meine Ohren ausgesetzt. Ich kann kostenlos tatsächlich, weil es nicht so viel Arbeit ist, Blumen sammeln, um die Luftschiffe zu umfärben.
einfärben. Hm. Weil sie sind gerade, der ist gerade komplett weiß. Hm. Hat unsere Stadtwache eigentlich eine Farbe? Ich glaube noch nicht. Nee. Naja, ich meine, wir sind ja alle in Eisenrüstung, also. Ja. Das ist ja irgendwie schon auffällig. Weiß. Kann man doch machen. Haben sie nicht diese. Das sieht nicht gut aus. Ich will lila und schwarz für mich reservieren. Ja, was nehmen wir da für Farben? Beziehungsweise die Kombination aus lila und schwarz. Rot und gelb. Wie deine Augen. Stimmt. Das ist mir noch nie aufgefallen. Sie haben echt. Ja. Rot-schwarz vielleicht? Oder. Rot-schwarz-gelb? Nee, also drei Farben muss es nicht unbedingt haben. Schwarz, nee. Gelb-rot oder sowas. Also. Nee. Ich würde sagen, auf jeden Fall was Dunkles, so dunkelblau, dass man uns in der Nacht, wenn man zum Beispiel in der Nacht überwachen, nicht gleich sofort sieht. Ja, dann können wir ja eigentlich schwarz nehmen. Weil nachts. Ich geh mal den Luftschiff holen. Weil nachts hat die meisten Werwölfe auftauchen, vor allem bei Vollmond. Ja. Also wäre dunkelblau oder schwarz wirklich ideal. Hm. Ja, gut, okay, dann. Ja, ihr Luftschiff wird ihnen ja jetzt gebracht. Ja, das. Ah, jetzt müssen sie noch eine Landeplattform auf ihrem Haus bauen. Oh, nee. Oh. Ich kann auch auf meinem Haus landen, das ist flach genug. Da sitzt ein achtbeiniges Krabbelgetier. Ja. Oh nee. Ich glaube, das mache ich dann schon lieber bei mir. Weil ich. Warte mal, das könnte ich auf meinem Balkon. Ich möchte auch noch so ein kleines Luftschiff für mich privat haben und ich muss dann auch noch anbauen. Ich baue um, ich reiß es ab. Oder ich frage das Fräulein Sissy, dass sie mir unten das abmacht und mir so wie bei sich baut. Dann kann ich mit meinem ganzen Haus rumfliegen. Das ist auch eine Idee. Oh Gott. Müde. Ja, es war anstrengende Nacht und diese Werwolfjagd, vor allem mit dem Herrn Melvin heute, das war anstrengend. Was ist denn da unten passiert? Ja, der Herr Melvin, wie gesagt, wollte ein Schild aufbauen beim Herrn Tobias. Wir sind da rein und da stand halt dieser in Rüstung gekleidete Werwolf. Hm. Der ist dann feige weggerannt. Deswegen habe ich die Mine jetzt erstmal zugemacht und da darf erstmal keiner runter, bis wir das alles erkundet haben da unten. Weil nicht, dass der Herr Tobias da unten irgendwas versteckt. Diesen Käfig, diesen Käfig, wo die Monster rauskommt, das ist ja schon merkwürdig genug. Ja. Mhm. Ja, Ja. Okay. Oh, ist das meine? Wenn du die kaufst? Ja, ich würde es gerne kaufen. Und ist auch eine Endless drin? Ich weiß nicht. Ja, da ist kein Fuel drin. Man müsste dort Kohle reinmachen, dann ist das Ding noch schneller. Kohle? Geht auch andere Kohle? Eine also andere Art von Kohle? Holzkohle geht auch, glaube ich. Ich habe nämlich eine Methode gefunden, wie man noch besser an. Hui! Oh mein Gott, das ist so cool! Kannst du Holz reinmachen? Aussteigen vielleicht? Ja, kurze Frage. Wie steige ich aus? Mit den Shift-Muskeln eventuell. Hilfe? Ja, gut. Ja, dann würde ich das eigentlich direkt kaufen. So, jetzt fliegt keiner hier weg. Ja. Das waren wie viel? Also 50 für
Ich glaube, ich mache die Preise. Also 50 für den Ballon und 20 für die Engine. Okay. Ja. Ja. Dann ist es deins. Wenn du willst, kann ich das noch die Ballons noch umfärben. In eine beliebige Farbe, wenn ich die finden kann. Ja, wobei die Leiter soll ich wahrscheinlich. Erstmal nicht. Aber hier, die Leiter. Da, oh, sorry. Das Ding musst du wegmachen, ansonsten fliegt das mit. Ja. Und. Du musst auch wahrscheinlich deine Steuermuskeln nochmal überprüfen. Oh Gott, dann erstmal physisch vorbereiten, Mensch. Ja, Herr Ramon, dann erstmal viel Spaß mit Ihrem Flugschiff. Und ich bin ein bisschen überfordert. Und wenn es kaputt geht oder irgendwo stecken bleibt, nur für den Fall kannst du mich rufen, ich mache eine Bestellwand, du kannst du eine Bestellung machen und wo das ist und dann gehe ich dahin und befreie das Schiff und repariere das. Alles klar. Ja, bitte machen Sie eine Flugschule. Irgendwann. Ich werde schon irgendwie schaffen. Du musst mal bei deinen Muskeln überprüfen, auf welche Muskeln das steht. Alle sind wichtig, wenn auch mal zu wenig Muskeln zu legen. Ja. Tschüss. Ja, und ja, in so ein Ding passt zum Beispiel nur ein Steuerrad rein und eine Engine. Okay. Aber wenn ich ein größeres Schiff machen würde, dann halt größeres Ballon, aber mehr Sitzplätze und mehr Engines, also schneller. Okay. Nee, aber so ein kleines würde ich auch gerne haben wollen, also. Ja. Also ich könnte zum Beispiel und es, für die Stadt ungefähr doppelt so groß machen. Also. Nee, das so reicht das aus, aber vielleicht das hier unten, ne? In den nur andersrum gesetzt. Ja, habe ich. Und das Problem ist, dass es ist dann, wenn es flach ist, dann ist es angenehm für mich zumindest zu landen, weil dann springt man nicht so rum in den Boden, aber ja, man kann das machen, das ja. Okay. Und für die Stadtwache würde ich halt auch gern 3 Stück ordern, wo der Ballon oben aber schwarz ist. Okay. Da muss ich Ink 6 packen. Ja. Bam. Lassen Sie sich Zeit, denn das Stadtwachenhaus steht ja auch noch nicht. Und ja. Und Sie, Fräulein Sissy, wir brauchen bei unserem Haus auf jeden Fall 3 Landeplätze mit dabei. Die Größe dann wahrscheinlich, oder? Naja, so, dass die Dinger drauf passen. Also. Auf dem Dach daneben, oder? So wie bei mir hier der Balkon ist mit dem Windrad, jetzt würde das ja ausreichen, wenn das dann offen ist und man drauf landen kann. Ihr könnt also ja so an der Seite machen, dran, wie ich gemacht habe. Also einfach nur eine lange das Holzding und an Seite packen die Luftschiffe. Ja, das ist eins. Ich hab genug. Ich hab die Dinge lange kaputt gemacht. Die ganzen Bäume. Tja. Dann wären sie mal zu mir gekommen. Ich hab ganz frisch Setzlinge, von denen wir hätten da ganz viele Bäume setzen können. Ich hab ja auch ein riesiges bei mir jetzt im Haus stehen, aber ich glaube, da baue ich ein kleines Häuschen drin. Ja. Aber sowas langes dann an einem Stadtwachenhaus. Nee, das ist dann zu viel Aufwand. Das. Ich lasse mich einfach überraschen, was das Fräulein baut für uns und 3 Landeplätze auf jeden Fall. Okay. Und ich brauche 3 Luftschiffe. Ja, in der Größe bitte. Okay. Und ich glaube, der Herr Ramon, der ist eingeschlafen. Ich habe endlich Geld, ich kann wieder Essen kaufen. Jetzt müssen sie ihre Preise anheben. Jetzt hat er Geld. Ja. Ich habe ganze 5 von diesen. Ich kann jetzt eine Pile von den Dingern machen. Cool. Yeah. Du musst meine mal zusammen craften.
Man muss die Bank aufmachen jetzt. Ja, Jetzt ist die Zeit gekommen. also bei mir ist das ja so, wenn ich Geld habe, gebe ich es wieder aus. Entweder für Baumaterialien, für bestimmte Häuser oder für Essen. Komm, wir legen zusammen, dann haben wir noch mal einen so ein besseres. Yay. Wie viel hast du denn? Viel. Wow. Da habe ich mich einmal reich gefühlt. Und dann kommt direkt jemand, der noch reicher ist. Glaub mir, Tobias ist noch reicher. Oh, okay. Dann muss ich schnell Luftschiffe packen. Ja, an den können sie. Nee, das möchte ich jetzt nicht. Verkaufst du übrigens Strings? Ich müsste gut welche da haben. Also, wenn es Nee, dann wir können beim. welche kaufen. Dann. Nö, das verrechnen wir. Sie gehen einfach mit dem Preis bei meinem Luftschiff runter. Ja, okay. Okay, ich hole sie kurz. Die würden explodieren, wenn sie größer als 2048 Blöcke groß sind. Mit den Luftballons. Also, Das ist alles, was holy bei shit. mir im Haus rumfliegt. Holy shit. Machst du das Okay, für Wolle, ich oder? schau mal direkt, wie viel Ballons ich machen kann. So. Halber Stack und noch eins, zwei. Das ist tatsächlich fast ein Ballon. Cool. Fast. Ja. Ach so, wegen Holz, das Holzfällerlager. Ich werde im Keller noch ein richtiges Lager bauen für die Kisten und das ganze Holz. Da steht momentan eine Kiste drin. Da ist schon etwas an Holz drin abgelagert. Das kannst du dir dann jederzeit nehmen für die Luftschiffe. Du bist ja selber Holzfäller und dann kannst du dich daran bedienen. Okay. Gut, also nur, dass du Ja, man Bescheid braucht weißt. nicht wirklich viel. Ja, aber nur, dass du Bescheid weißt, wir Holzfäller haben jetzt ja unser Das eigenes bewegt Haus sich. und Lager. Okay. Da kann ich übrigens dort draus arbeiten. Oh. Für weise Wege sagen. Ich bin schlecht. Sana, ist es ein Eisenschwert? Das ja. Das sieht ähnlich wie so einer. Was ist das für eins? Ein Silberschwert. Hab ich auch. Nur verbessert mit Knochen. Okay. Das nehme ich für die dreckigen Werwölfe. Wie kann man sich mit Knochen verbessern? Das müssen Sie unseren Schmied fragen. Der hat das hergestellt. Okay. Und das ist halt Oh. für Werwölfe. Oh mein, meins. Da. Muss mich ja selbst verteidigen. Fräulein Sissi, wenn Sie mal wieder Ihre Kühe ausnehmen oder so, Also erstmal, wieso ziehst du dich fast jeden zweiten Tag um? kauf da hinten Wieso? Du die hast doch Tierhaut keine an. Haare. Also da können Sie sich Ich weiß, auch noch ein bisschen Geld verdienen. Okay. Mach so. Und irgendwie kann ich mich Ja.